das Größte. Eine Lehrerin fragte einmal ihre Schüler, was für sie das Größte auf der Welt sei. Ein Junge meldete sich: Mein Vater. Dann meldete sich ein Mädchen, das am Vortag mit den Eltern im Zoo war: Eine Giraffe. Nun meldete sich ein anderes Mädchen und sagte: Für mich ist das Größte mein Auge. Die Kinder in der Klasse schauten sie verwundert an. Auch die Lehrerin war verwirrt und fragte das Mädchen: Dein Auge? Warum? Ganz einfach. Mein Auge kann seinen Papa und die Giraffe sehen. Aber mein Auge kann sogar noch viel größere Sachen sehen, wie zum Beispiel einen riesigen Berg. Deshalb ist mein Auge das Größte für mich. Merke, es gibt sogar noch etwas Größeres wie das Auge, nämlich deine Seele. Denn deine Seele sieht alles, sogar das, was dein Auge nicht sehen kann. Aufgabe: Erkenne, das Größte ist auch in dir.